Also wir sind für die Gerudo-Wüste auf jeden Fall. Was ist das da hinten? Was ist das? Das ist ein Stator oder was ist das? Ist das ein Gegner? Es ist ein Gegner. Okay. Halalala. Okay, das Viech ist flink. Der wollte es gerade wegkicken. Ich glaube, die Gegner haben generell die Möglichkeit, dass sie die Bomben wegkicken. Was mega witzig ist. Exalanze, die am weitesten verbreitete Lanze unter Exalfos. Charakteristisch ist die schartige Spitze. Wegen ihrer geringen Haltbarkeit keine sehr verlässliche Waffe. Okay, das ist gut zu wissen. Ich würde die Exe gern platt machen. Sag mal, Junge, als ob ich dich nicht sehen würde. Also bitte. So, ist das ein Echsenschwanz? Ich glaube, das ist ein Echsenschwanz. Exalfos-Horn, das gewundene Horn eines Exalfos. Es ist zu hart zum Kochen, eignet sich allerdings hervorragend als Medizinzutat. Auch in Läden ist es eine gefragte Handelsware. Exalfos-Sporn, der Sporn vom Ellbogen eines Exalfos, kann zusammen mit Insekten zur Medizin verarbeitet werden. Er soll auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. Okay. Ja, gut. Ja. Pass auf, wir gehen mal zu dem anderen Schrein und wir machen jetzt mal die Quest, dass wir zu... Weil wir sind ja auch viel zu schwach für das Gebiet. Es ist cool, dass wir diesen einen Schild gefunden haben jetzt. Auch wenn der natürlich permanent kaputt geht. Da werden wir den permanent verwenden, aber immerhin. Es ist irgendwas. Und dann würde ich jetzt einfach gucken, dass wir nach Kakariko gehen. Das wäre, glaube ich, irgendwie das Naheliegendste gerade. Ich bin ja dafür, komplett zu erkunden und YOLO und hast du nicht gesehen. Aber es wäre auch irgendwie schön, wenn man da, keine Ahnung, dann... ja, keine Ahnung. Ein bisschen in die richtige Richtung geht. So. Mit dir nehme ich's auf. Komm her. Okay. Greifst einen Feind an, ohne dass er beherrscht, richtest du größeren Schaden an. Okay. Cool. Hi. Ha, du glaubst wirklich, dass ich Mina Hilfe gebraucht habe? Naja, ich will mir nicht so sein. Hier bitte. Fitnessmedizin. Der Fitnesseffekt füllt deine Ausdauer auf, auch über das Maximum hinaus. Verbrauchst du diese zusätzliche Ausdauer, schrumpft die Anzeige wieder auf ihre normale Größe. Okay. Nächstes Mal zeige ich's denen. Wir haben es irgendwie überstanden. Heute muss unser Glückstag sein. Okay. Der Göttin Hülle sei Dank. Der Bossin geht es gut. Ich sag's ja, wer hier nach Schätzen sucht, muss verrückt sein. Okay. Okay. Haben wir das? Cool. Wir haben unsere ersten NPCs gefunden. Verrostetes Schwert. Ja gut, das nehme ich nicht mit. Also erst NPCs, ne? Wir haben einen anderen NPC auch schon gehabt. Aber das sind so die ersten Nicht-Tutorial-NPCs.
Tierschild, traditionelles Schild der Neckluder-Handwerker. Nicht viel stärker als ein gewöhnliches Holzschild, aber macht dafür als Wandschmuck eine gute Figur. Dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Ich hasse meine Tasche so sehr. Du da, ich hasse meine Tasche so sehr. Du da, du da, day. Ich finde irgendwie, der Schild sieht mega cool aus, den wir auf dem Rücken tragen. Das Problem ist bloß, sobald ich ihn verwende, geht er kaputt. Damit eins klar ist, die Schätze hier gehören uns, also brauchst du dich hier gar nicht erst umzusehen. Obwohl man sich hier eigentlich sowieso nicht rumtreiben sollte. Aber die Bossin trifft die Entscheidungen und wenn sie hier nach Schätzen suchen will, suchen wir eben. Mir wäre es nur sehr recht, wenn wir einfach nur nach Hause gehen könnten. Hey, wir sind hier, um mein Kaffeekränzchen zu halten. Auf jetzt! Schätze warten darauf, gefunden zu werden! Tut mir leid. Wieso habe ich das Gefühl, dass Mina wie Koppel ist? Okay. Von der großen Verheerung war hier viel Verkehr. Überall gab es Unterkünfte für Reisende. Jetzt ist alles verlassen und wegen der Monster kommt niemand mehr hierher. Aber das bedeutet selbstverständlich, dass es hier Unmengen an Schätzen geben muss. Und darum sind wir hier. Wir sind Schatzjäger auf der Suche nach dem reinen Glückstreffer, der uns reich machen wird. Du wahrscheinlich auch. Also lass dir gesagt sein, dass du es gleich vergessen kannst, nach Schloss Hyrule zu gehen. Da schleichen diese Wächter herum und wenn die dich finden, bist du Asche, bevor du blinzeln kannst. Wenn du einen Wächter über den Weg läufst, kann es ganz schnell aus sein. Wir leben schon in einer grausamen Welt. So, genug gequatscht. Schätze warten darauf, entdeckt zu werden. Dann halt irgendwo anders. Und halte dich von Schloss Hyrule fern, da gibt's Wächter. Den willst du nicht mehr weglaufen. So. Hä? So, gar nicht umzusehen. Okay. Okay, gut. Okay, da hinten geht's nach Schloss Hyrule. Dafür, dass hier alles zerstört ist, sieht es eigentlich noch, abgesehen von den Ruinen, relativ moderat aus, muss ich fairerweise sagen. Rostiger Zweihänder. Dieses Schwert lag lange Zeit im Freien und ist in einem erbarmungswürdigen Zustand. Als Waffe gerade zu gebrauchen, aber sehr lange wirst du nicht Freude daran haben. Okay. Ja, witzigerweise habe ich zwei gute Waffen, zumindest für... Mir fällt ja gerade was ein. Ich hab oben vergessen, da gibt's auch eine Truhe bei dem Dingens Opal. Hyrule Barsch. Ach Mann, ich drücke die falsche Taste. Ausdauerbarsch, ein Hyrule-Barsch, der ein sehr langes Leben hinter sich hat. Als Koch zur für eine Ausdauer völlig auf. Okay, zum Glück kann Link die alle mit der Hand fangen. Ich finde das gut. So, ich habe was vergessen. Hier oben war nämlich auch eine Truhe in dem Wasser drin. Das ist mir gerade wieder eingefallen, als ich die Truhe da gesehen habe. Die kam mit dem Eiszauber raus. Und ich habe noch gesagt, wenn wir in diese Höhle waren, wir finden da bestimmt was, dass wir die Truhe rauskriegen. Und da habe ich es vergessen. Und dann habe ich vergessen, dass die da war. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich in das Wasser eigentlich reingehe. Erfriere ich da? Wisst ihr, es ist ja nicht so, als hätte ich es ja gesagt, aber ich habe es ja gesagt. Ah.
Okay, das heißt aber, wir hätten das eh nicht machen können. Weil dafür brauchen wir das hier. Und jetzt geht's. Ein Opal. So, jetzt aber. Sehr schön. Oh, sieh mal an, da unten ist noch ein Schrein. Das wäre fast schief gegangen. Okay, das sieht mir nach einem Boss aus, mit dem ich mich nicht anlegen möchte erstmal. Dick Dog Hängebrücke. Der Kasho-Schrein. Ah, da ist ein Floß hier. Okay, sehr cool. Ich mache das hier alles komplett random mit irgendeiner willkürlichen Reihenfolge. Ich werde überhaupt nicht mehr checken, wo ich war und wo ich nicht war. ich mache das sehr gut. Ich habe da ein sehr gutes Muster, nämlich einfach irgendwo hinlaufen und die Hälfte dann übersehen, weil man irgendwo hinterher, oh, hier ist was, oh, da ist was, oh, hier ist was, oh, da ist was. Ha, es ist so furchtbar. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Dark Haso. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Kraftprobe. Leicht. Oh, das wird ein Bosskampf hier. Oh, das wird toll. Korrekt. Ja, yeah, es ist ein Bosskampf. Oh mein Gott. What the fuck? Okay, einen Ausdauertrank. Ich will das andere Zeug nicht futtern, gerade wenn ich ehrlich bin. Na gut, vielleicht doch. Ah, Alter, oh, Alter, ich drehe durch. Okay. Nice. Haben wir das. So, antike Schraube. Wächterlanze. Von Nanowächtern verwendete Lanze. Die Spitze erscheint erst kurz vor dem Einsatz. Ihre Schärfe zeugt vom Wissen der antiken Shika. Antikes Zahnrad. Okay. Gut. Wir haben einen Schrein gemacht, wo es einen Bosskampf gibt. Mit Leichtkampf. Sehr gut.
Antiker Reaktorkern. Dieser Energiekristall wurde mit Hilfe einer verlorenen Technologie hergestellt. Er soll Maschinen als Energiequelle gedient haben und der Forschern ein begehrtes Objekt. Okay. So, gib mir die Prüfung. Oh, das sieht mal anders aus, oder? Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Okay, ist immer das gleiche Modell, aber jetzt hat er einen Lappen vorm Gesicht. Okay. Zeichen der Bewährung. Sehr gut. Also überspringe ich jetzt einfach, ist immer das gleiche. Möge der Göttin Hylia dir beistehen. Also ist immer das gleiche, was da kommt. Also das kann man auch skippen dann. Das ist nicht so spannend, glaube ich. Bewege ich auf Baumstämme, Holzschüssen und Ähnliches zu, um sie zu schieben. Stimmt, das geht ja auch. So. Okay, dann haben wir das. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier auf dieses Floß gehe, dann kann ich damit nichts machen. Wir müssen vermutlich erst noch lernen, wie ich Boot fahre. Okay, verstanden. Gut. Dann haben wir jetzt tatsächlich nochmal einen Schrein gemacht. Das finde ich sehr schön tatsächlich. Also ich finde, die kann man tatsächlich hernehmen. Oder man kann halt wirklich diese Sachen so ein bisschen mehr random machen, versuchen aufzuteilen. Das geht, sollte eigentlich, denke ich, ohne Probleme gehen. Weil man sieht tatsächlich ja an den Schreinen, was man gemacht hat. Und da wir den ganzen Gebiet noch nicht waren, auf den Türmen das nicht aufgedeckt haben, ist das auch vollkommen okay alles. So, die sind hier offenbar weg. Da ist ein Fuchs. Gibt der Fell oder sowas? Ach nee, es gibt einfach nur Wildfleisch. Okay. Also es gibt keine 20.000 verschiedenen Fleischsorten, sondern es gibt halt dann irgendwann einfach nur noch, es gibt halt Wild. Okay, kann ich mitleben. Oh nein, ich habe Bambi gekillt. Schande über mich. Ich habe Bambi gekillt. Edelwild. Besonders großes und gutes Stück Fleisch. Wer das Glück hat, eines davon zu erbeuten, kann Gerichte kochen, die besonders viele Herzen auffüllen. Nieder mit dem Viech! Da ist Koppel wieder voll am Start, wenn es darum geht, Bambi zu killen. Nein. Oder? Ich glaube, der wird Aua machen, oder? Der sieht zumindest aus, als macht er Aua. Gut, recht smart ist er nicht. Oh, es geht sogar. Okay. Moblinhauer, der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin. Er ist zu hart, um Werkzeuge daraus zu schleifen. Kann aber zusammen mit Insekten zur Wertvoller Medizin verarbeitet werden. Moblinhauer, dieses hat einen Moblinkopf geziert. Als Zutat in herkömmlichen Rezepten hat es bisher wenig Preise gewonnen. Als Medizinzutat hat es sich jedoch bewährt. Buckkeule.
Okay, Pferde kann ich offensichtlich nicht töten. Was ist das denn? Hoch. Ein Krog. Ein Krogsamen. Tschüssi. Da waren zwei Bambis. Oh mein Gott. Die Waffe ist cool. Ach, ist halt echt schade, dass diese Waffen halt kaputt gehen. Ich finde das echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Oh mein Gott. Was für ein Samen? Ein Krogsamen. Frag mich bitte nicht, was ein Krogsamen ist. Ich habe den nur gefunden bisher, also ich weiß noch nicht, was ich genau damit alles machen kann. Aber ich habe ihn gefunden. So. Einmal einen Apfelbaum fällen, so wie man es halt macht. Okay. Ich lasse sie leben. Ich habe entschieden, dass es besser ist, wenn ich sie leben lasse. Oh, ein Hirsch, geil. Geil. Edelwild, hervorragend. Ich fühle mich ja tatsächlich ja wie so... What the fuck? Okay. Oh krass, wenn der Blitz irgendwo einschlägt, dann gibt es sogar... Feuer dann, das ist cool. Ich glaube, wenn mich so ein Blitz trifft, bin ich instant tot. Ich glaube kaum, dass ich so einen Blitzschlag überleben werde. Was sind das denn für Viecher? Okay. Was ist das da oben? Warum dreht sich da oben eine Sonnenblume? Ist das ein Windrad? Ah! Okay. Gut. Wenn du so Funken um dich rum hast, dann solltest du schleunigst abhauen. Gut zu wissen. Tschüss. Gut. Habe ich das Edelwild jetzt eigentlich noch alles? Ich glaube, ich habe nur einen Teil von dem Edelwild, ne? Weil er nicht mehr gespeichert hat dann. Kann ich jetzt einsammeln hier? Ne. Also ich glaube zumindest, dass ich das Hirschfleisch verloren habe. Ich bin mir nur bedingt sicher. Also gut, Unwetter ist kein Spaß auf jeden Fall. Das darf man in keinster Weise irgendwie unterschätzen.
Mahan, blöder Hirsch. Ja, okay, der ist weg. Ich frage mich jetzt trotzdem da oben mit diesem Windrad. Passiert das eigentlich immer, wenn ich da hochgehe? Regen, wenn alle Oberflächen nass, kein gutes Wetter, um zu klettern. Bogen-Ding mehr. Geil. Na gut. Okay, das ist witzig. Die Oberflächen werden dann auch rutschig. Ich glaube übrigens auch, es ist keine gute Idee, nachdem das Spiel so relativ realistisch ist, keine gute Idee, bei Regen zu schwimmen. Nur so eine Idee. Oh nein, 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 nein. Fuck. Ich weiß nicht, was ich in die Blitze mache. Man sieht noch, wie jick, jick heißt, dass ich statisch aufgeladen bin. Darum teleportiere ich mich jetzt einfach weg wie ein Feigling. Weil ich keine Ahnung habe, was ich gegen diese Blitze machen kann. Also ich kann, glaube ich, irgendwie, ich hatte irgendeine Zutat oder so, die ich zu mir nehmen kann. Ich wollte übrigens dahin. Es gibt bestimmt dann irgendwie so, keine Ahnung, einen Regenmantel oder sowas, der dich ein bisschen davor schützt dann. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass ich ein Metallschild trage. Ist das Spiel so realistisch? Also ich stelle mir die ketzerische Frage, ist dieses Spiel so realistisch, dass wenn ich ein Metallschild trage oder generell Sachen aus Metall, dass ich dann mehr Dingens anziehe? Da dürfte nichts Metallisches dran sein. Wächterlanze, habe ich irgendwas hier... Habe ich irgendwas, was nicht metallisch ist? Kann ich eigentlich bei Regen fliegen? Es geht, okay. Holy shit. Speichervorgang, sehr gut. Also ist eine Frage, jetzt trage ich ein Holzschild. Und jetzt habe ich es entfernt. Was heißt, ich trage nichts Metallisches an mir. Was in der Theorie doch heißt, ich bin nicht statisch aufgeladen. Richtig? In Sword kriegst du auch einen Blitzschlag ab, wenn du deinen Säbel in Hand hast. Sword? Mobkeule. Aus irgendeinem Grund lieben Moblins diese dilettantischen angefertigten Keulen aus hartem Holz. Nach ein paar Schlägen drohen sie bereits auseinanderzufallen. Ach ja, stimmt. Sea of Thieves hatte das, genau. Ja, ich habe keine Pfeile mehr, leider.
Stimmt, in Sea of Thieves war das auch so, ja, hast recht.